herzliches Willkommen, ihr Lieben. Wir sind im Monat Februar. Und im Monat Februar hält so die eine oder andere spannende Entwicklung bereit. Ja, wir wollen mal schauen. Wir haben natürlich auch Karneval im Februar und am 14. Februar natürlich Valentinstag für die Verliebten. Nun, was erwartet uns am ersten Tag im neuen Monat? Schöne Verbindung zwischen Jupiter und Saturn. Und das ist eben auch, dass man sich selbst treu bleibt und damit auch noch Glück hat. Das sollte auch weitestgehend so den Monat so bleiben. Wir haben natürlich die Sonne und den Pluto im Wassermann. Wir haben den Mond in Waage bis etwa 20 vor 10 heute Abend, also ganz spät eigentlich, wechselt der Mond in den Skorpion. Tiefgründig, nachdenklich, misstrauisch. Okay, das muss nicht schlecht sein. Man sollte natürlich nicht zu misstrauisch, zu pessimistisch sein. Wir haben eben auch Dinge, worüber man natürlich nachdenken sollte. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Gefühlsmäßig sich auf Neues einstellen, sich auch, ich sag mal, um die Mitmenschen kümmern, also wie die Stimmung ist, wie man damit umgehen kann, wie man auch gut für sich selber sorgt mit Saturn. Und wir haben dann Jupiter und Uranus im Stier, wie gehabt, das ist auch die Energie, die natürlich einiges positiv fördert, aber mit Uranus eben auch die ein oder andere Überraschung bereithält. Und das kann natürlich jeden Tag so passieren und wir sollten uns darauf einstellen und natürlich achtsam mit uns selbst und anderen umgehen. Also nicht zu hastig vorgehen, weil wir sehr starke Wassermann-Energien auch bekommen im Laufe des Monats. Also seid da bitte immer schön auch mit dem Boden verhaftet, verbunden, ja, nicht die Bodenhaftung verlieren, das wollte ich sagen. Ja, ich wünsche euch einen guten Start in den neuen Monat und wir schauen uns das jetzt natürlich in den Karten an. Ein herzliches Willkommen im neuen Monat. Mein lieber Widder, wir sind beim 1. Februar 2024 und wir warten natürlich drauf, was geschieht im Monat Februar. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann. Der Mond befindet sich in der Waage bis etwa 20 vor 10 heute Abend. Und dann wechselt der Mond in den nachdenklichen, grüblerischen Skorpion. So, wir haben sehr viel Erdenergie wie gehabt. Wir haben Mars, Venus und Merkur im Steinbock. Pragmatismus, Verlässlichkeit. In der Ruhe liegt die Kraft, nichts überstürzen, sondern lieber prüfen. Jupiter bringt die kleinen Glücksfälle, der Uranus im Stier die kleinen und die größeren Überraschungen. Man muss sich darauf einstellen. Und du als Widder bist natürlich auch, ich sag mal, von feurigem Temperament und auch mit der Wassermann-Energie gefordert. Also du hast vielleicht so ein bisschen Druck. Und dem solltest du natürlich nicht so, ja, deutlich nachgeben. Ruhe ist wichtig, ganz viel Ruhe. Und natürlich auch Ausgewogenheit, ja. Sich auch so mit Neptun und Saturn auf die Mitmenschen, auf das, was kommt, einstellen und auch natürlich auf sich selbst gut Acht geben. Eben auch nicht zu schnell auf die Palme und auch vielleicht nicht zu vieles zu persönlich nehmen, sondern eher Sachlichkeit an den Tag legen. Wir haben die Disziplin, die Kraft, die innere Kraft. Wir haben den Rückzug, die 5 der Münzen. Sich nicht zu sehr in Auseinandersetzung begeben, lieber genießen mit den 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Das sind natürlich auch Freundschaften, aber auch das Finanzielle sieht gut aus. Dass man eben genießt, also auch von seiner Arbeit eben auch gut leben kann oder sich freut über Erfolge und eben auch gute Beziehungen hat. Und mit den 7 der Münzen schaut man sich das vielleicht einfach mal ein bisschen genauer an. Man ist dankbar, man schaut eben dorthin, was einem gut tut und wer auch mitgeholfen hat. Ja, vielleicht teilt man ja auch seine Gewinne oder seinen Erfolg mit anderen. Ja, die Münzen zwischen der 10 und der 7 sind die 3, das Team, die Gruppe, die Menschen. Ja, die 5 der Münzen ist der Rückzug. Vielleicht geht es auch ein bisschen weg von der Disziplin, ja, vielleicht fehlt dir auch direkt am ersten Tag ein bisschen Power, aber du hast sehr viel, worauf du stolz sein kannst
Und das sollst du dir und darfst du dir auch ruhig gerne bewusst machen. Vielleicht liegt auch die Kraft darin, sich mal Zeit für sich selbst zu nehmen, in der Ruhe, ne? Und eben auch Entspannung, sich nicht so in alles reinzuhängen, sondern ganz entspannt ranzugehen. Detailfragen hier natürlich, ja. Vielleicht auch mit wem, wie gesagt, teile ich meinen Erfolg, meine Gewinne, ja. Und was fange ich damit an? Was ist der nächste Schritt? Überlegen, vielleicht auch mit anderen zusammen. Also es geht hier sehr ruhig, sehr entspannt zu. Also ein guter Start in den neuen Monat. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch einen schönen Donnerstag. Bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier, im neuen Monat. Wir sind bei Donnerstag, 1. Februar 2024 und natürlich hast du auch gute Energien in den neuen Monat. Also wie zum Beispiel hast du natürlich Jupiter und Uranus im eigenen Zeichen. Das sind schöne Energien, glückselige Energien, Erleichterungen, auch Veränderungen, ja, die nicht immer angenehm sind direkt, aber was für sich haben. Wir haben dann auch natürlich die Sonne und den Pluto im Wassermann. Das drängt sehr stark nach vorne, auch mit Ideen, mit Neuerungen, mit Veränderungen. Wir haben dann selbstverständlich auch den Mars, die Venus und den Merkur im Steinbock, Neptun und Saturn, wie gehabt in den Fischen. Da ist es auch wichtig zu schauen, dass man achtsam ist, andere nicht übergeht, dass man eben vielleicht auch ja sich so verhält, wie man das sich auch von anderen wünscht, also als gutes Beispiel vorangeht. Ja, und mit Saturn auch auf seine eigenen Vorgaben achtet, was man sich vorgenommen hat, auch umzusetzen. Nun, der Mond ist am heutigen Tag noch in der Waage. Spätabends geht er in den Skorpion. Da wird man vielleicht ein bisschen grüblerisch und nachdenklich. Das muss aber nicht schlimm sein. Man kommt vielleicht auch auf Ideen, was für dich selbst und persönlich auch wichtig ist. Vielleicht auch ein Plan für den nächsten Tag oder worauf du besonders achten möchtest als Stier. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, wie das heute so für dich aussieht. Oh, ganz zufrieden scheinst du nicht zu sein mit den vier der Kelche. Wir haben die Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge. Vielleicht ist die Fürsorge nicht ganz so, wie du dir das erhofft hast. Und wir haben die Stärke, die Disziplin, ja. Vielleicht möchte auch jemand von dir gehegt und gepflegt werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier jemand sehr, sehr Empfindsames auftaucht. Ja, das muss nicht unbedingt jemand sein, den du gut kennst. Es kann auch ein Kunde sein oder ein Besucher. Ja, und du brauchst viel Disziplin, um mit dieser Person heute gut klarzukommen. Es wird ein Erfolg. Also je schwieriger oder vorsichtiger du heute mit jemandem umzugehen hast, ja, also jemand, der vielleicht ein bisschen kompliziert ist heute, bringt dir aber den Erfolg, wenn du es gut durchziehst. Also da ist das Entgegenkommen drin, da ist die Freundlichkeit drin, da ist auch vielleicht von dieser Person so ein bisschen Schikane drin. Ja, ich habe so im Hinterkopf so eine Kundin bei einer Verkäuferin, die sich alles zeigen lässt und dann doch nichts kaufen will. Und ja, man schnauft so ein bisschen, aber man bleibt freundlich, entgegenkommt, räumt die Dinge wieder weg. Eine halbe Stunde später kommt sie mit drei Freundinnen und die kaufen den Laden leer. Sowas in der Art. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, dass du, je freundlicher du heute zu jemandem bist, der dir viel Arbeit macht und der auch anstrengend ist, desto größer dein Erfolg heute. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. Februar 2024. Wir haben die Sonne und den Mond im Wassermann. Starke Energien, die dich nach vorne pushen. Der Mond ist in der Waage, zumindest bis 20 vor 10 heute Abend. Dann wechselt der Mond in den Skorpion. Trotzdem tief durchatmen, nicht zu hastig vorgehen. Wir haben sehr viel Erdenergie und die hält dich hoffentlich auch wie Patex am Boden. Alles, was zu vorschnell umgesetzt wird, ist schwierig, ja. Wir haben ja Jupiter und Uranus im Stier. Der eine bringt positive Entwicklung, Erleichterung, der andere Veränderungen, die nicht immer angenehm sind. Und wir haben natürlich Mars, Venus und Merkur im Steinbock.
da wird auf Verlässlichkeit gepocht. Ja, das wird einfach vorausgesetzt. Du kannst dich nicht mit irgendwelchen Dingen rausreden. Hinzu kommen Neptun und Saturn. Saturn ist der, der dir immer wieder auch eingibt, du musst dich darum kümmern, dass es dir gut geht und du sollst dich an die Dinge halten, die du dir vorgenommen hast. Neptun verwirrt dich, irritiert dich, macht dich nervös oder auch schlecht drauf. Du hast mit Neptun im Nacken nicht wirklich den adäquaten Durchblick. Das weißt du auch, das haben wir schon ganz oft gesagt. Aber ich muss es immer wieder sagen, weil du dich vielleicht auch fälschlicherweise darauf verlässt und denkst, ach, ich habe voll den Durchblick. Sei da bitte etwas vorsichtig. Der Neptun bringt schon mal Illusionen rein, die nicht so angenehm sind, wenn man dann daraus erwacht. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir für den Zwilling heute am ersten Tag im neuen Monat haben. Das Team, die Gruppe, die Menschen, die dich umgeben, mit denen zusammen. Ein freundliches Entgegenkommen, gute Nachrichten, gute Stimmung, denke ich auch. Und die Neun der Münzen. Bei aller Zusammenarbeit, bei aller Freundlichkeit, Höflichkeit, gutem kameradschaftlichen Miteinander sollst du dich selbst nicht vergessen. Du sollst dich nicht überarbeiten. Du sollst dir auch bewusst machen, wie weit du schon gekommen bist, was du schon erreicht hast. Und der nächste Schritt will gut überlegt sein. Die Neun der Münzen ist ja kurz vor den Zehn der Münzen. Und hier haben wir auch diese, ja, sich selbst schonen, sich selbst eben auch auf die Schulter klopfen, könnte man sagen. Sich selbst auch sehen als wertvolles Mitglied des Teams, ja, und vielleicht auch eine Belobigung. Und wir haben hier den Turm. Heute ist weniger mehr. Das heißt, wenn ein Problem auftaucht, sollst du dich nicht gleich draufstürzen. Du bleibst freundlich, aber ruhig und entspannt, ja. Manche Sachen könnten sich heute von selbst erledigen oder man macht sich vielleicht unnötige Arbeit, weil die Dinge dann doch wieder anders gemacht werden. Also bei plötzlich auftauchenden Hindernissen oder so, erstmal tief durchatmen, erstmal schauen, was da dran ist, nicht zu hastig vorgehen. Du hast ein Team hinter dir und mit denen zusammen hast du eine gute, solide Basis. Freundlichkeit, gute Nachrichten mit dem Turm, nicht zu hastig vorgehen. Also mach schön langsam. Ich wünsche dir einen schönen ersten Tag im Februar und wir sehen uns, wenn du Lust hast, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. Februar 2024. Herzlich willkommen im neuen Monat, lieber Krebs. Da haben wir weiterhin natürlich die starken Wassermann-Energien, aber es ist sicherlich auch ein sehr, sagen wir mal, ungewöhnlicher Monat. Werden wir noch sehen. Wir haben, wie gesagt, Sonne und Pluto im Wassermann. Wir haben den Mond erst in der Waage. 20 vor 10 heute Abend wechselt der Mond in den Skorpion. Auch Wasserenergie natürlich wie deine. Und da fühlst du dich dann auch etwas wohler, obwohl eben die Skorpionenergie auch ein bisschen nachdenklich, also grüblerisch ist und die Dinge in Frage stellt, ja. Wir haben aber auch sehr viel Erdenergie, mit der du gut zurechtkommst, zum Beispiel Jupiter und Uranus im Stier. Der Jupiter beflügelt dich, macht dir Dinge leichter. Der Uranus ist immer wieder für eine Überraschung gut, die ist nicht immer angenehm. Solltest du auf jeden Fall erwarten, dass das vorkommt. Und wir haben natürlich Mars, Venus und Merkur im Steinbock. Steinbock-Energie auch für deinen Erfolg schon mal sehr nützlich, sehr hilfreich und natürlich auch da, dass man auf dem Boden bleibt und nicht übertreibt. Wir haben da Neptun, Saturn in den Fischen, macht dich kreativ, einfühlsam, Intuition hast du sowieso, aber auch verträumt kannst du sein, abgelenkt kannst du sein mit Neptun. Wir haben auch mit Saturn, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche achtest und auch dich kümmerst, dass du davon vielleicht auch was umsetzen kannst. Wir schauen mal, was wir für den Krebs heute haben. Gespräche auf Augenhöhe, das ist sehr schön. König der Stäbe, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Jemand, der dranbleibt an den Dingen, sehr stark ist, ja, dir vielleicht auch hilft. Vielleicht ist das die Person, mit der du dich unterhältst. Der König der Münzen, ja. Erdenergie, Pragmatismus, also wir haben hier das Feuer, das Temperament und hier die Verlässlichkeit. Beides zusammen ist natürlich optimal. Hier haben wir die Wunscherfüllung. Also, es könnte durchaus sein, dass du eben mit einigen Personen etwas Optimales auch
durch Gespräche erreichen kannst, ja. Und mit den Neuen der Kelche muss man nur aufpassen, dass diese Wünsche und Gefühle eben auch mit der Realität übereinstimmen. Dass man sich da nicht von Neptun zu sehr beeinflussen lässt und versucht, irgendwie das gefühlsmäßig, ja, ich sag mal, sich auch schön zu reden, ja, schön zu denken, schön zu fühlen, ja. Sondern man muss schon auch sehr realistisch damit umgehen. Vielleicht sind das auch die beiden Leute, die über etwas sprechen und dann eben auch mit dir als Krebs, dass sie dir vielleicht etwas erfüllen, dass sie dir gefühlsmäßig gewogen sind, das kann Familie sein, im Job ein Vorgesetzter, zwei Vorgesetzte, ja. Vielleicht ist es auch so, dass man dir etwas genehmigt, zusagt, ja, also das alles ist auf jeden Fall möglich. Wichtig ist, dass du auf dem Teppich bleibst. Du darfst dich freuen, du darfst auch begeistert sein, aber trotzdem ist es wichtig, Realismus, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Donnerstag und einen guten Start in den neuen Monat. Wir sehen uns, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind im Monat Februar. Genauer gesagt Donnerstag, 1. Februar 2024. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann, den Mond erst in der Waage. Gegen 20 vor 10 heute Abend den Mond im Skorpion. Sehr starke, nach vorne drängende Energie, auch als Löwe, bist du da natürlich, sagen wir mal, herausgefordert, da auch mitzugehen. Ich wäre aber vorsichtig, das ist mein Ratschlag für dich. Wir haben ja auch Erdenergien, wir haben Jupiter und Uranus im Stier. Jupiter sorgt immer mal wieder für schöne Erleichterungen, schöne Momente. Uranus für Überraschungen, die nicht immer positiv ausfallen. Also man muss sich da in diesem Monat auf jeden Fall auch darauf einstellen, dass es das eine oder andere Mal eben auch ein bisschen herausfordernd wird. Dann ist es gut, die Bodenhaftung nicht zu verlieren mit Mars, Venus und Merkur im Steinbock, ja, dass man da eben auch verlässlich bleibt, sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Man könnte nämlich, ich sag mal, den Halt verlieren. Ja, Neptun, Saturn in den Fischen. Man sollte zwischen den Zeilen lesen können, ja, kreativ und kommunikativ sein, aber verlässlich wissen, wovon man redet. Und mit Saturn natürlich auf seine eigenen Bedürfnisse und eigene Vorhaben im Sinne von, wie gehe ich damit um? Darauf sollte man zurückgreifen, unbedingt, ja. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir an diesem ersten Tag im neuen Monat für den Löwen haben. Die Liebenden, Zwillinge-Energie, ja. Das Bevorzugte, das, was man präferiert, daran sollte man arbeiten, was man erreichen will auch, ja. Auch schauen vielleicht, wo man besonders viel Spaß dran hat oder gut drin ist. Mit dem König der Münzen ist eben auch die Erdenergie da. Du darfst deinen Vorlieben folgen, aber du musst deinen Pflichten nachkommen. Und vielleicht kannst du selber dafür sorgen, dass deine Pflichten dir auch Freude machen. Was du brauchst bei dieser herausfordernden Wassermann-Energie ist Geduld, ja. Auch bei dir gilt Feuer natürlich, ja. Das Temperament im Griff behalten, nicht ausflippen, wenn mal was nicht klappt oder so. Und natürlich auch mit dir selbst und anderen geduldiger sein, ja, entgegenkommender, vielleicht auch ein bisschen toleranter. Und ja, mit den Liebenden kannst du sicherlich auch Freude haben und Spaß und Ablenkung und so weiter. Gute Gespräche, aber es ist wichtig, immer wieder auf die Bodenhaftung zurückzukommen. Ja, also wir haben ja jetzt in diesem Monat auch Karneval zum Beispiel, aber auch den Valentinstag am 14. Und da sollte man sich schon auch gefühlsmäßig auf die Situation einstellen, vielleicht auch Karneval die Dinge nicht so ernst nehmen und ja, heute eben auch ein bisschen, ja, Gemach, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in den neuen Monat. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. Februar 2024. Erster Tag des Monats. Ich hoffe, du hast den Übergang überhaupt bemerkt. Und Februar ist ja der kürzeste Monat, obwohl wir ein Schaltjahr haben. Wir haben Karneval, wir haben den Valentinstag. Also es ist schon einiges drin im Februar. Es ist auch manchmal ganz schön herausfordernd.
Wir haben die Sonne und den Pluto im Wassermann. Will nach vorne, will was verändern, will Neuerungen einbringen. Du als Erdenergie möchtest das Alte bewahren, was sich bewährt hat eben auch, ja. Und wir haben den Mond in der Waage. Das bedeutet auch wieder Luftenergie, Harmonisierung, Charme und ja, Diplomatie kann nicht schaden. Du hast aber den Neptun im Rücken, der bisweilen auch, ich sag mal, die Stimmung oder das Gefühlsleben schon ein bisschen drangsaliert in die falsche Richtung lenken kann. Wenn du das weißt, bist du vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, wie du auf gewisse Dinge reagierst. Heute Abend gegen 20.10 Uhr wird der Mond auch in den Skorpion wechseln, dann ist man ein bisschen nachdenklicher, grübelt vielleicht auch ein bisschen, stellt Dinge in Frage. Das ist möglich und ja, ich denke mal, dass du auf jeden Fall zurechtkommst, gerade auch mit Jupiter, Uranus im Stier, Erdenergien, Erleichterungen und Veränderungen, mit Mars, Venus und Merkur im Steinbock, die große Unterstützung hast, ja, auch erfolgreich bist. Aber wie gesagt, Neptun kann dich auch verunsichern oder irritieren. Saturn sagt ja auch immer, dass du im Gefühlsbereich das umsetzen solltest, was du dir vorgenommen hast. Ja, und ich erinnere dich ja auch jeden Tag daran. Wir schauen mal. Weniger ist mehr mit dem Turm. Es gibt sicherlich Hindernisse, aber durch Hetze und Stress wirst du die nicht beseitigen. Geduld ist gefragt. Ja, du musst geduldig daran gehen. Tolerant vielleicht auch. Intuitiv, gefühlsmäßig sich auf die Situation einstellen. Intuitiv auch, denke ich, in Bezug auf Neptun, dass du die Dinge nicht überbewertest. Wir haben aber doch ein bisschen Unzufriedenheit da. Vielleicht hast du ein bisschen Kopfkino oder findest irgendwas einfach nicht gut. Das ist okay, aber da können die anderen auch nichts dafür. Also ein bisschen Toleranz ist wichtig. Nicht zu hastig vorgehen, auch nicht zu viel erwarten, weder von den Mitmenschen noch von der Situation oder von dir selbst. Fühle in dich hinein, was dich überhaupt bekümmert oder was dich nervt oder ärgert. Es ist wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen, um sie dann auch zu beseitigen. Ja, es nützt nichts, ich sag mal, die Auswirkungen zu bekämpfen. Es ist viel wichtiger, die Ursache anzugehen. Wenn du heute unzufrieden bist, dann wahrscheinlich eher wegen Neptun als wegen allem anderen. Ich denke auch, dass die Dinge nicht so schnell vorangehen, wie du es gerne hättest. Aber das kriegen wir doch in den Griff, hoffe ich. Und ich wünsche dir einen guten Start in den Monat Februar. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. Februar 2024. Neuer Monat, neues Glück, noch mehr Wassermann-Energie, die da kommt im Februar. Für die Waage natürlich schön, fühlt sich bestärkt, kommunikativ. Aber du musst aufpassen, wenn es zu viel Wassermann-Energie gibt, so Mitte des Monats ungefähr, dass du da nicht abhebst. Und ich sag mal, über die Stränge schlägst. Das wäre ganz gut, wenn du das beherzigst. Jetzt haben wir erstmal den Pluto und die Sonne im Wassermann, den Mond im eigenen Zeichen. Da fühlst du dich hervorragend. Bleib trotzdem ruhig, entspannt und konzentriert. Das ist wichtig, ja. Wir haben, ja, Jupiter, Uranus im Stier. Jupiter sorgt für Entspannung, der Uranus für Veränderung, die auch im Laufe des Monats, manche sind gut, manche sind nicht so gut, man muss sich darauf einstellen, man muss damit rechnen, dass überraschende Dinge oder nicht vorhersehbare Dinge geschehen und dann ist es besser, sehr aufmerksam, sehr achtsam zu sein und nicht nervös und unkonzentriert, weil, wie gesagt, die Wassermann-Energie kann das bei dir als Waage auslösen. So, wir haben dann den Mars, die Venus und den Merkur weiterhin im Steinbock. Verlässlichkeit und natürlich auch langfristige Planung stehen im Vordergrund. Neptun, Saturn, Einfühlungsvermögen, Kreativität, Ideenreichtum, ja, aber auch mit Saturn sich selbst auch ein bisschen auf die Dinge, die wichtig sind, konzentrieren. Also das, was du dir im Gefühlsbereich auch vorgenommen hast, dann auch in die Tat umzusetzen. Wir haben den Mond, da gibt es etwas, was dich beschäftigt, sage ich mal. Das Gericht, du bist sehr sachlich und urteilst über die Dinge, die dich gefühlsmäßig momentan beschäftigen, sehr rational. Wir haben die Geselligkeit, du
bist natürlich beflügelt, wenn es um Geselligkeit geht, ist mir klar. Und wir haben die Königin der Stäbe. Du bist sehr optimistisch, du gehst mit positiver Attitüde an die Dinge ran, weil du merkst, die Dinge fallen vielleicht leichter, auch weil du große Energien von der Wassermann-Energie bekommst. Sei da bitte nicht zu euphorisch. Wir haben hier etwas, was dich bekümmert und darum musst du dich auch kümmern. Ja? Du gehst das sachlich an, aber du musst auch das Gefühl mit einbeziehen. Es geht nicht darum, everybody's darling zu sein, es geht darum, sein eigenes Darling zu sein und sich selbst wohlzufühlen in seiner Haut, was hier nicht so ganz gegeben ist. Ja? Vielleicht, du bist als Waage natürlich mit der Charmoffensive, mit dem Gefühl, Harmonie überall bringen zu wollen, dabei, mittendrin, aber vergiss dich selber nicht, vergiss deine Gefühlswelt nicht, bügel das nicht einfach so ab, kümmere dich darum, ja. Wir werden sehen, ob das in dieser Zeit jetzt hier im Februar auch stattfindet, also sonst läuft dir das sozusagen hinterher. Man sollte die Ursache bekämpfen, nicht die Auswirkungen. Also ich kann dir nur sagen, hier auch nicht übertreiben, ja, im Zusammenspiel mit anderen. Lieber ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen gemäßigter daran gehen. Hab einen schönen Donnerstag, einen guten Start in den Februar und dann sage ich mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion, im neuen Monat. Wir haben heute Donnerstag, 1. Februar 2024. Wir haben die Sonne und den Pluto im Wassermann. Eine Energie, die dich aufheizt, die dich nervt und die auch nervös macht. Du hast das Gefühl, es plötzlich mit sehr vielen Gegnern zu tun. Menschen, die so ein bisschen aufmüpfig sind. Ja, das ist ja eigentlich noch nicht schlimm. Aber jeder will so seine Idee und seine Dinge an den Mann, an die Frau bringen. Ja. Mit dem Mond in der Waage wird das alles so schön, ja, ich sag mal, ja, bunt noch ausgeschmückt und so. Ich glaube, das ist so gar nicht dein Ding. Du hast ab 20 vor 10 den Mond im eigenen Zeichen und du betrachtest das äußerst kritisch, ja. Du hast natürlich selber auch Unterstützung mit Mars, Venus und Merkur im Steinbock, deine Erfolgsriege sozusagen. Jupiter und Uranus sind auch im Stier und helfen dir ebenfalls. Aber diese ganze Energie wird sich im Laufe des Monats noch steigern mit Wassermann. Da solltest du dich drauf einstellen und dir, ich sag mal, eine Vorgehensweise zurechtlegen. In Ruhe, in Entspanntheit. Und ich sag mal, so eine gewisse Distanz ist dann da, ja. Wo du dich dann bitte nicht zu schnell aufregst oder echauffierst in irgendeiner Form über die Dinge, die um dich herum geschehen. Ja, wir haben natürlich auch Überraschungen mit Uranus, klar. Wir haben auch Neptun und Saturn in den Fischen. Du merkst, was um dich herum geschieht. Du bist auch gefühlsmäßig natürlich involviert und du achtest auch auf dein Wohlbefinden mit Saturn. Aber du kannst dich nicht ganz dagegen wehren, dass dich diese ganze Energie so ein bisschen aufrührerisch macht auch. Da ist die Leidenschaft, ja. Da ist auch das Feuer in dir, mein lieber Skorpion. Und du gehst in Konfrontation so ein bisschen. Ja, also, ne? Und wir haben die Waage-Energie. Also, du versuchst das selber auch auszugleichen. Du versuchst nicht so direkt auf Konfrontation zu gehen. Aber es ist wirklich nicht so dein Ding. Es irritiert dich, was da passiert. Und es macht dich bei Zeiten auch ein wenig wütend. Deswegen auch das Ass der Stäbe. Du hast ja vielleicht jemand Neuen ausgesucht, mit dem du dich gerne mal messen möchtest. Und du hast da auch so, wie soll ich sagen, irritierende Signale bekommen von außen. Das kann für dich als Arroganz rüberkommen, als Selbstgerechtigkeit, als Abgehobenheit, ja. Versuche das zu relativieren, ja. Nicht jeder agiert wie ein Skorpion, fühlt wie ein Skorpion und handelt wie ein Skorpion. Das heißt auch nicht, dass diese Vorgehensweise dazu da ist, dich zu reizen oder dich herauszufordern. Aber es ist einfach so. Es ist wie ein rotes Tuch, das man dir vor die Nase hält und du möchtest so gerne was dagegen tun oder da einschreiten. Am besten, du siehst es wie ein Schauspiel, das dir vorgeführt wird, mit dem du nichts zu tun hast. Du drehst dich rum und machst dein Ding. Das ist so mein Vorschlag, wenn dir diese starke
selbst, ich sag mal, verwirklichende Energie begegnet. Natürlich kannst du selbst auch was davon in dir tragen. Und deswegen ist das dann natürlich umso merkwürdiger für deine Mitmenschen, wenn du dich darüber aufregst. Also denk dran, es ist nicht gegen dich gerichtet, aber es irritiert dich doch schon ganz schön. Halte dich an das, was sich bewährt hat und geh nicht auf Konfrontationskurs. Das ist mein guter Rat für dich. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. Februar 2024. Wir sind im Monat Februar angekommen. Und du hast als Schütze auch eine gute Verbindung zu Wassermann. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann. Das bestärkt dich auch, sollte dich aber bitte nicht vom Boden abheben. Sorge dafür, dass das um Gottes Willen nicht passiert. Die Wassermann-Energie ist so eine sehr starke Energie, so nach dem Motto, wir müssen das jetzt machen, wir wollen das jetzt ändern, wir wollen das jetzt verbessern. Das ist ein guter Gedanke, aber gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht. Also Planung, Vorbereitung, Absichern und so weiter, darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Also nichts vorschnell und Zwischentür und Angel, überhaupt nicht. Ja, du hast das ja kennengelernt schon im letzten Jahr, dass das eben besser ist, sich da ein bisschen ja stur und träge zu stellen, ja, obwohl das eigentlich gar nicht dein Ding ist. Wir haben sehr viel Erdenergie, Jupiter, Uranus im Stier. Das ist eben auch sehr prägnant. Jupiter ist ja auch dein Planet sozusagen und der unterstützt dich auch im Stier, wenn auch aus der Ferne. Uranus sorgt für die eine oder andere Überraschung im Februar. Die ist nicht immer angenehm, das sage ich schon mal vorweg. Und wir haben den Mond in der Waage, auch tolle Energien für den Schützen. Harmonie, Diplomatie, Charme, Kommunikation en masse kann dich aber auch von den wichtigen Dingen ablenken. 20 vor 10 wechselt der Mond in den Skorpion. Da wird man ein bisschen nachdenklicher und grüblerischer. Vielleicht gar nicht so schlecht, um einen davon abzuhalten, so ein Überfliegergefühl zu entwickeln. Ja, wir haben Mars, Venus und Merkur im Steinbock. Daran halte dich, auch wenn es schwerfällt, ruhig bleiben, entspannt. Gute Planung, gute Vorbereitung, sachlich, fachlich gut. Wir haben natürlich Neptun, der deine Gefühle ja herausfordert, herauskitzelt, vielleicht in die falsche Richtung lenkt. Beachte, dass du damit nicht wirklich den Überblick hast. Und natürlich Saturn auf sich Acht geben. Ganz wichtig. Wir haben die Erfolgskarte der Waage. Natürlich beflügelt dich das. Du sollst aber eben nicht hier ausscheren. Wir haben die skorpionische Energie, die eben dich auch nachher ein bisschen nachdenklich macht und deine Planung hoffentlich sozusagen ein bisschen kritisch macht in Bezug auf das, was möglich und machbar ist. Also nicht übers Ziel hinauszuschießen. Ganz wichtig. Da bist du sehr sachlich mit dem Gericht. Du verschaffst dir einen Überblick über das, was machbar ist, was möglich ist, was du erreichen kannst. Ja, und wir haben die 10 der Kelche. Da ist sehr viel Wohlwollen mit drin, Liebe natürlich. Ja, deine Liebe zu den Dingen, die du umsetzen möchtest, aber auch, ich sag mal, zu Menschen allgemein, zu dem Erfolg, den man gemeinsam erzielt. Wassermann ist auch kollektive Energie. Bleib trotzdem ein bisschen zurückhaltend, sei nett, entgegenkommt, charmant, ja, das ist ja auch schön hier. Bleib in der Erfolgsspur und kümmere dich nicht um das, was andere tun oder sagen. Kümmere dich um dich selbst, mache dir dein eigenes Urteil und lass dich nicht von irgendwem belatschern. Das ist ganz wichtig. Also, schöne, positive Energie, die dich auch beflügelt, die dich trägt, aber Realismus muss dabei sein. Das ist ein guter Start in den Monat Februar. Ich wünsche dir diesen auch und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. Februar 2024. Und damit herzlich willkommen im neuen Monat. Der wird sehr interessant, würde ich mal sagen. Da haben wir jetzt weiterhin Sonne und Pluto im Wassermann. Da kommt noch viel mehr Wassermann-Energie im Laufe des Monats dazu. Und wir haben den Mond in der Waage, auch Luftenergie, Harmonie, Diplomatie, Charme, Offensive. Der Mond wechselt aber gegen 20 vor 10 heute Abend
in den Skorpion. Nachdenklich, misstrauisch, hinterfragend. Wir haben sehr viel Erdenergie. Wir haben natürlich im eigenen Zeichen Mars, Venus und Merkur. Starke Energien, erfolgsverwöhnt wie du bist, nimmst du das so hin. Der Jupiter erleichtert dir vieles. Er befindet sich im Stier. Der Uranus sorgt für Veränderungen, ja, mal mehr, mal weniger und mal mehr, mal weniger gut. Ja, also darauf sollte man sich einstellen. Eine gewisse Flexibilität schadet nicht. Neptun, Saturn in den Fischen, klar. Die Stimmung einfangen, gucken, wen man vor sich hat, wie man mit Personen umgehen kann. Also man merkt das daran, wie diese Leute unterwegs sind. Das wäre ganz gut, gerade so geschäftlich und so weiter, bringt dir das Vorteile. Und natürlich auch ein bisschen gefühlvoll, sensitiv, freundlich. Die Wassermann-Energie kann dich auch, ich sag mal, insofern beflügeln, dass du noch mehr erreichen willst. Aber Über-Ehrgeiz ist keine gute Idee. Schön bei dem bleiben, was sich bewährt hat. Natürlich offen sein für Neues, aber nicht übertreiben. Wir haben hier die Arbeit, den Job, die Karriere. Ne? Wir haben die Nostalgie, man blickt zurück. Und wir haben das Ass der Münzen. Du überlegst, was als nächstes zu tun ist. Auch und wahrscheinlich besonders auch eben mit diesen neuen Energien, mit Veränderungen, Transformationen, neuen Ideen, jungen Leuten vielleicht, die dir irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl geben, du gehörst zum alten Eisen oder in eine, ich sag jetzt mal, ja, vergangene Ära. Das muss ja noch nicht mal so alt sein, sondern sie wollen alles umändern, umswitchen und so weiter. Das macht dich auch ein wenig nervös. Du bist mit der skorpionischen Energie entgegenkommend, fürsorglich, nett, aber zugeknöpft. Ja? Du lässt vielleicht auch nicht jeden an deinen Schätzen, an den Dingen aus der Vergangenheit, die du selber vielleicht auch kreiert, hervorgebracht hast, direkt mit partizipieren. Ja? Da bist du erstmal mal schön langsam, ja, erstmal die Pferde ruhig halten, ja. Ich denke, dass du neue Ideen hast, auch voranzukommen, was der nächste Schritt sein könnte, ja. Du bist aber auch sehr vorsichtig, was du wem erzählst. Du bist da sehr misstrauisch. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Ruhe und Entspannung, Toleranz, aber auch Flexibilität gehören dazu, auch im Laufe des Monats. Es ist wichtig, dass du Ruhe bewahrst, ja, dich nicht aus dem Konzept bringen lässt. Du bist, wie gesagt, erfolgsverwöhnt. Das geht auch locker so weiter. Wie gesagt, es kann einiges noch in diesem Monat passieren. Wir haben ja auch Karneval und Valentinstag, also da ist einiges los. Stell dich drauf ein. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim ersten Tag im Monat Februar. Donnerstag, 1. Februar 2024. Sonne und Pluto im eigenen Zeichen. Du hast das Gefühl, du kannst jetzt durchstarten. Der Mond ist in der Waage und gibt dir, ich sag mal, den nötigen Charme, die Diplomatie dazu. Du kannst überzeugen. Das ist ja auch gut soweit. Der Mond wechselt aber gegen 20:10 heute Abend in den Skorpion. Bedeutet auch, dass er dann ein bisschen nachdenklicher und vielleicht auch tiefgründiger wird, der Mond. Also, dass man sich ein paar tiefgründige Gedanken auch macht. Ja, das muss nichts Schlechtes bedeuten. Man ist halt nicht so locker flockig, aber man kann ja ruhig mal auch ein bisschen näher über die Dinge nachdenken. Wir haben dann Jupiter Uranus im Stier, auch Erdenergien. Der Jupiter erleichtert einige Dinge, der Uranus verändert sie. Nicht immer gefühlt positiv, ja. Also da wird einiges noch diesen Monat sich verändern, durch Uranus auch in Verbindung. Wir haben schöne Energien auch, wir haben auch gute Kommunikation. Man muss nur Acht geben, sich nicht zu verzetteln, sich nicht zu viel vorzunehmen. Das wird auch momentan zumindest von Mars, Venus und Merkur im Steinbock ruhig gehalten, dass man eben nicht übertreibt. Aber wir haben auch in Aussicht in diesem Monat noch eine Menge Wassermann-Energie. Und da musst du als Wassermann besonders aufpassen, dass du da nicht
ja, ich sag mal, total übertreibst, ja. Das wäre wichtig. Neptun, Saturn in den Fischen wird auch so bleiben, bedeutet eben auch, das Gefühl darfst du und kannst du nicht ausschalten. Du musst auch ein bisschen Rücksicht auf die Mitmenschen nehmen, auf deren Gefühle, ja, auch zwischenmenschlich. Um gut klarzukommen, sollte man das mit einkalkulieren und mit Saturn natürlich seine eigenen Vorgaben im Gefühlsbereich auch tatsächlich in die Tat umsetzen. So, wir haben das Gericht. Also, wie sind die Dinge? Wie ist der Stand der Dinge? Sachlich, die Fakten. Wie gehe ich vor mit der Strategie? Was mache ich als nächstes? Welche Möglichkeiten habe ich? Und was sind die daraus folgenden Konsequenzen? Die Königin der Stäbe ist Optimismus. Den hast du auf jeden Fall. Du gehst da sehr strategisch ran. Du gehst da aber auch sehr optimistisch ran. Du möchtest Dinge eben in deinem Sinne auch mit beeinflussen. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, solange man gewisse Grenzen nicht überschreitet. Wir haben Jupiter hier. Jupiter ist im Stier und Jupiter verlangsamt. Das heißt, so schnell, wie du dir das vielleicht momentan noch denkst, wird das sowieso nicht funktionieren. Er erleichtert dir vieles, er kommt dir entgegen, aber sehr behutsam, sehr langsam. Ja, die Dinge passieren nicht zack, zack. Man muss sich so ein bisschen auf die Dinge besinnen. Die Energie ist Besinnlichkeit, ist auch, ja, ich sag mal, Besitz, ja, auch was erreichen wollen. Und dazu muss man natürlich auch eine gewisse Beharrlichkeit haben, einen langen Atem. Und das ist eben das, was auch zählt in diesem Monat, dass man eben ruhig bleibt und Dinge auch mal aussitzen kann. Das wird sehr interessant, vor allen Dingen mit Karneval und Valentinstag in diesem Monat. Wir schauen mal. Auf jeden Fall startest du sehr optimistisch, aber auch sachlich, klug vorbereitend und auch ein Stück weit dich diesen Energien anpassend. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute Donnerstag, 1. Februar 2024. Also, wir sind im neuen Monat angekommen, Februar. Sonne und Pluto wie gehabt im Wassermann, Mond in der Waage, ab 10 vor 10 im Skorpion. Tiefgründig, nachdenklich, hinterfragend natürlich, und aber liegt dir eher als so die andere Energie. Du hast Unterstützung von Mars, Venus und Merkur im Steinbock, genauso wie von Jupiter und Uranus im Stier. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, gefühlvoll, sensitiv. Für dich auch manchmal ablenkend, die Gefühlsenergie oder die verträumte Energie. Man ist nicht ganz bei der Sache. Mit Saturn natürlich sich selbst auch verwirklichen, insofern, dass man das, was man im Gefühlsbereich verändern wollte oder besser machen wollte, auch umsetzen sollte, denn der Saturn prüft das auch, ob du das auch wirklich machst. So, wir haben halt da sehr viel Erdenergie, sehr viel Luftenergie. Da ist richtig was los in deinem Umfeld. Und manchmal stehst du daneben und weißt nicht so wirklich, was das jetzt zu bedeuten hat. Da kommt das Alte oder das Traditionelle mit dem neuen Innovativen zusammen. Und was dabei rauskommt, kann bisweilen sehr aufregend sein, sehr interessant, aber auch in Konkurrenz münden. Das muss man auch mit einkalkulieren. Das kann, muss aber nicht passieren, ja. Das ist sicherlich etwas, was dich dann auch mal ein bisschen irritiert als Fisch, weil du ja sehr sensitiv bist und kreativ natürlich. Wir haben das Rad des Schicksals, deine Unterstützung, langsame, positive Entwicklung, die Sonne, gute Stimmung, gute Entwicklung. Und die Intuition, also du bist ganz Gefühl, du bist ganz im, ich sag jetzt mal, im positiven Modus, ja, der Veränderung, der Transformation auch drin. Du möchtest auch, dass die Dinge harmonisch verlaufen, liebevoll entgegenkommt, ja. Und du fühlst dich natürlich in deine Mitmenschen auch ein, ja. Und wir haben die 8 der Münzen, auch gerade im Job, ja. Du versuchst irgendwo auch bei Menschen, die jetzt vielleicht für dich noch neu sind, neue Kontakte und so weiter, ja, auch eine gewisse Zusammenarbeit zu finden. Wichtig für dich als Fisch ist, dass du neutral bist. Weder zu euphorisch im Sinne von,
Ja, positiv ist gut, gar keine Frage. Aber dass du deine Ideale oder deine Vorstellung von den Personen, mit denen du es zu tun bekommst, jetzt über die Realität stellst. Das ist das Wichtigste, ja. Du musst daran arbeiten, natürlich deinem Bauchgefühl zu folgen, aber mit deinem Bauchgefühl auch zu schauen, welche realen Entwicklungen das nach sich zieht, ja. Wenn jemand jetzt besonders forsch ist, besonders, ich sag mal, innovativ nach vorne geht und sich auch gut rüberbringen kann, dann möchte der oder die eben auch was erreichen, ja. Du bist dann sehr nett und verstehst dich gut mit ihm. Er oder sie ist aber nur nett zu dir, weil er oder sie eben etwas von dir erfahren kann. Also sollte man das natürlich frühzeitig erkennen. Das ist nicht böswillig, das ist einfach die Gelegenheit nutzen. Und dass du das erstens nicht gegen dich verwendet siehst, deine gute Laune nicht verlierst und auch keine schlechten Gedanken dadurch bekommst, sondern einfach ein bisschen vorsichtig damit umgehst. Das ist erstmal zu Beginn des Monats Februar erstmal diese Sache. Man schaut sich das erstmal in Ruhe an. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder.